Welcome to The Pressure Fighting Game Broadcast. Ich heiße euch herzlich willkommen zum etwas verspäteten The Pressure. Es gab einige Probleme mit YouTube, denn es gibt dort einige Änderungen, was Formate wie meines hier angeht. Und zwar darf ich keine Trailer mehr zeigen, beziehungsweise auch nicht mal mehr Ausschnitte von Trailern, auch wenn es aus Referenzzwecken ist. Und darum gab es ein paar Probleme und ich musste mir erst die Genehmigung von den jeweiligen Leuten holen, dessen Trailer hier dann heute zu sehen sein werden. Und das hat ein paar Tage in Anspruch genommen, aber jetzt sind wir hier und legen los. Fighting Game News. Wir beginnen mit Tekken Revolution und da gibt es ab 19. Dezember Elisa. Das Vampir Girl war der Fanvote im August und kommt jetzt Ende des Jahres dann endlich als DLC reingereicht, beziehungsweise in den Free-to-Play-Titel zum Freischalten über die Geschenkpunkte. Ein Trailer dazu gibt es auch und da sieht man, dass das Ganze nicht so der Übercharakter sein wird, denn selbst im hauseigenen Trailer spammt sie irgendwie immer nur die gleichen Moves, aber naja, man darf gespannt sein, ab 19. Dezember kann man das Ganze selber testen. Im PlayStation Network gibt es zurzeit alle DLCs von Injustice zum halben Preis und PlayStation Plus Mitglieder bekommen sogar noch etwas mehr Rabatt. Also wem noch was fehlt an Kostümen oder Kämpfern, da ruhig mal reinschauen. Dann etwas weniger Erfreuliches zu Skullgirls. Es wird verschwinden von unseren heimischen Konsolen, denn durch einen Publisher-Wechsel wird es vorerst nicht mehr im PlayStation Network und bei Xbox Live zu finden sein. Im PlayStation Network ist es bereits gelöscht, im Xbox Live Store wird das die nächsten Tage noch passieren. Die Entwickler hoffen, dass im Laufe des nächsten Jahres das Ganze wieder anläuft und sie wissen auch derzeit noch nicht, ob das Online-Play weiterhin laufen wird. Natürlich diejenigen unter euch, die das Spiel gekauft haben und es auf der Festplatte haben, können es weiterhin spielen, doch ob das Ganze online geht, ist fraglich und noch nicht sicher, denn PlayStation bzw. Sony hat selbst gesagt, so einen Fall hatten sie noch nicht. Die Entwickler versuchen so schnell wie möglich das Spiel wieder reinzubringen, aber wie gesagt, es wird Anfang nächsten Jahres erst passieren. Wann genau, ist nicht klar und ich halte euch auf dem Laufenden. Ultra Street Fighter hat gezwungenermaßen eine Deadline bekommen, was den Release angeht. Und das Ganze wird im Juni sein, Mitte Juni, Anfang Juni, genaueres, der Tag ist noch nicht bekannt. Das liegt ganz einfach daran, dass im Juli die Evo 2014 stattfindet und Capcom den Termin natürlich nicht verpassen will. Trotzdem muss es den Spielern natürlich eine gewisse Zeit geben, in das Spiel bzw. in das Update und die Änderungen reinzukommen. Lokale Tests laufen derzeit immer noch und es gibt da mittlerweile haufenweise Videos und Informationen zu im Internet. Eine Linksammlung habe ich euch in die Beschreibung gepackt, damit ihr euch da mal ein bisschen durchlesen könnt, was die derzeitigen Änderungen und der derzeitige Stand des Updates ist. Wie gesagt, ab Juni dann das Ganze auch für uns auf unseren heimischen Konsolen. Im gestrigen Killer Instinct Livestream gab es einen ersten Einblick in Orchids Classic Kostüm und ebenfalls bekommt das ein paar Accessoires und ein Premium Accessoire Set. Ihr seht das gerade jetzt hier, die haben ein bisschen was davon gezeigt und es gab ja auch die ersten Bilder und Schätzungen, wie das Ganze aussehen wird im Artbook, das man kaufen konnte. Auch dazu jetzt ein paar Bilder. Man sieht, der Stringtanger ist weg und hat Platz gemacht für Hotpants. Das Ganze passiert natürlich im Zuge, dass die Charaktere damals ein bisschen veraltet waren, ein bisschen zu stereotypisch. Thunder bekommt deswegen zum Beispiel ein komplettes Roundup und sieht in meinen Augen sehr, sehr geil aus, indem er so eine Art Biker-Outfit bekommt. Höchstwahrscheinlich, genaueres wissen wir noch nicht. Wie gesagt, hier im Artbook ist das Ganze zu sehen, aber wie weit das dann im Spiel sein wird und wie das im Spiel aussehen wird, werden wir dann noch erfahren. Des Weiteren ist Sandira jetzt als individueller Charakter erhältlich, wobei ich euch natürlich empfehlen würde, für 20 Euro das Komplettpaket der 8 Charaktere zu holen, anstatt einen für 5 Euro. Denn spätestens nach 4 hättet ihr den Preis für die kompletten 8 zusammen. Dann ein paar gute News für jene, die noch kein Geld für den neuen Xbox One Stick haben oder sich weigern, einen so teuren Stick zu kaufen. Es gibt jetzt einen neuen kleinen USB-Stick, der heißt Chronos Max und der sorgt dafür, dass ihr quasi alle Controller an allen Konsolen anschließen könnt. Das Ganze scheint laut Videos, die man bis jetzt dazu sehen konnte, echt super gut zu funktionieren und hilft natürlich, beispielsweise sogar PlayStation Fight Sticks an der Xbox One zu benutzen. Ja, das Ganze gibt es schon in Deutschland zu kaufen. Den Link zum Store habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ich finde das Ganze sehr cool, denn Mad Catz kommt einfach noch nicht mit der Produktion hinterher, was die neuen Fight Sticks angeht. Und auf der anderen Seite ein bisschen traurig finde ich, dass in binnen 2 Wochen jemand, ein fremder Programmierer quasi einen Stick gebastelt hat, mit dem das möglich ist, während Xbox bzw. Microsoft sagte, nein, leider können wir eine Backward-Kompatibilität mit den alten Sticks, alten Pads oder ähnlichen nicht machen.
2 Wochen hat es gedauert, dann hat jemand Fremdes das hingekriegt und ich denke, was auch immer in dem Stick an Programmiercode vorhanden ist, könnte man via Update auch in die Box reinbringen. Also Microsoft hätte die Chance, jetzt sich das Ganze mal anzugucken und dann vielleicht von Haus aus dafür zu sorgen, dass zumindest alte Fightstings funktionieren. Events and Damage. Am letzten Wochenende fand zum 14. Mal die Northeast Championships statt und das Ganze war sehr interessant, denn es gab dort haufenweise Spiele. Neben etwas älteren Titeln bzw. im Evo-Lineup im kommenden Jahr nicht mehr vertretenen Titeln wie Injustice oder Mortal Kombat waren BlazBlue, King of Fighters und Street Fighter 2 Turbo oder einfach haufenweise Spiele jedenfalls dabei. Ich glaube, es waren insgesamt inklusive Side-Tournaments über 25 gefeaturete Fighting-Games. Und ja, das Ganze gab es natürlich auch in diversen Streams zu sehen, beziehungsweise zumindest die Finals. Und ja, das jetzt alles zu verlinken war ein bisschen schwer. Darum habe ich euch einfach nur mal die Twitch-Channels verlinkt, in denen jeweils die Sachen zu finden sind. Ja, an diesem Wochenende ist es endlich soweit, der Capcom Cup, wo die Besten der Besten, die Creme de la Creme der Street Fighter und Marvel vs. Capcom Spieler sich treffen, um auszutragen, wer von ihnen wirklich der Beste ist. Über das ganze Jahr verteilt konnte man sich in diversen Events und Turnieren dafür qualifizieren, um wirklich die Besten rauszupicken. Ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes Wochenende und ja, in der Beschreibung findet ihr den Link zum Livestream, der natürlich das ganze Wochenende überläuft. Als kleines Extra gibt es dort für die jeweils Viertplatzierten aller drei Spiele ein Special Fight Stick Tournament Edition 2, den es bisher nur für die Xbox One gibt. Ja, der hat einen etwas eigenen Look, wie ihr sehen könnt, aber an sich trotzdem ganz cool. Natürlich weniger zum Spielen, sondern eher zum Hinstellen gedacht. Davon gibt es insgesamt 24 Stück, 12 Stück wie gesagt auf dem Turnier für die Gewinner und 12 Stück werden verlost. Die Erlöse werden ans Rote Kreuz in Amerika gespendet und ja, ihr könnt glaube ich pro Tag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils 4 Stück ersteigern. Die Preise werden natürlich sehr, sehr happig sein, da es eine Limited Edition ist und wie gesagt, zum Spielen sind die nicht unbedingt gedacht, auch wenn sie komplett funktionstüchtig sind. Ja, das war's auch schon meinerseits für diese Woche. Ihr findet jetzt hier den FFM Rumble Bericht in Selected Stage Ausgabe 3. Das Ganze funktioniert aber erst ab 19 Uhr. Vorher wird er höchstwahrscheinlich nicht online sein. Also, falls der Link noch jetzt noch nicht funktioniert, guckt ihr später einfach nochmal rein. Und zu meiner Linken findet ihr die neueste Episode von Giga News. Das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.